Aisha radiallahu anha berichtet uns Folgendes. Eines Tages war ich mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, während er gut gelaunt war. Und ich sagte zu ihm, Ja Rasulullah, mache Dua für mich. Und er sallallahu alaihi wasallam sagte, Allahumma ghfir li Aisha. Ja Allah, vergebe Aisha. Und er sagte weiter, Ja Allah, vergebe Aisha. Vergebe all ihre Sünden, die vergangenen Sünden, die zukünftigen Sünden, die Sünden, die sie im Privaten begeht und die Sünden, die sie in der Öffentlichkeit begeht. Aisha radhiyallahu anha war so glücklich, dass sie angefangen hat zu lächeln. Dann fragte er sallallahu alaihi wasallam sie, hat dieser Dua dich zufriedengestellt? Stellt euch diesen Moment vor, meine lieben Geschwister, stellt euch vor, ihr würdet in der Zeit des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam leben. Und er alaihi salatu wasallam wäre euer bester Freund. Und ihr habt die Chance, ihn darum zu bitten, dass er alaihi salatu wasallam Dua für euch macht. Und jetzt frage ich euch, wie glücklich wärt ihr? Worum würdet ihr ihn alaihi salatu wasallam bitten? Aisha radiallahu anha sagte, Ja Rasulallah, wie kann diese Dua jemanden nicht zufriedenstellen? Er alayhi salatu wasalam sagte, ich schwöre bei Allah, dieselbe Dua mache ich jeden Tag in jedem meiner Gebete für die gesamte Umma. Der Prophet sallallahu alayhi wasallam machte dieselbe Dua jeden Tag für dich und für mich. Wie sehr hat der Prophet alayhi salatu wasalam uns geliebt? Eines Tages weinte der Gesandte alayhi salatu wasalam in Anwesenheit der Sahaba und er sagte, ich vermisse meine Brüder, die ich liebe. Und einer der Sahaba fragte, Ja Rasulullah, sind wir nicht deine Brüder? Und er alayhi salatu wasalam antwortete, nein, ihr seid meine Gefährten. Meine Brüder sind jene, die nach mir kommen werden. Sie werden an mich glauben, ohne mich jemals gesehen zu haben. Der Gesandte Allah sallallahu alayhi wasalam stand mitten in der Nacht auf, betete, weinte und dann sagte er, Ummati, Ummati, meine Umma, meine Umma. Meine liebe Schwester, mein lieber Bruder, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat für dich geweint, weil er sich Sorgen um dich gemacht hat. Kannst du dir das vorstellen? Und jetzt frage ich dich, wann hast du für den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, wann hast du für ihn geweint? Wofür weinst du? Für was verlierst du deine Tränen? Erinner dich an deine letzten Tränen. Wofür war das? War es das wirklich wert? Wann hast du eine einzige Träne für das beste Geschöpf Allahs verloren? Wann hast du eine Träne für Muhammad sallallahu alaihi wasallam verloren? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam lehnte sich an einem Baum an, während er die Khutbah gab. Die Gefährten sagten, wir hörten, wie der Baum wie ein kleines Baby angefangen hat zu weinen. Ein Baum, welcher nicht verpflichtet ist, dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zu folgen. Sogar er hat angefangen zu weinen. Und es gibt immer wieder Menschen, Muslime, sie behaupten, sie lieben den Propheten, aber sie haben noch nie eine Träne für ihn verloren. Noch nie die Sehnsucht nach ihm gehabt, noch nie das Verlangen danach gehabt, ihn alayhi salatu wasalam zu sehen. Gehörst auch du zu denjenigen? Bilal radiallahu anhu war der Gebetsrufer zu jener Zeit. Und eines Tages, während er den Adhan in Medina ausrief, schaute er zum Haus des Propheten alayhi salatu wasalam und schaute zum Grab des Propheten alayhi salatu wasalam. Er erinnerte sich an die Worte des Gesandten Allah sallallahu alayhi wasalam, als er immer wieder zu Bilal radiallahu anhu sagte, Lass uns Ruhe im Gebet finden, ja Bilal, mach den Adhan. Jede Ecke, jede Straße, alles hat ihn an den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam erinnert. Er hielt es nicht aus. Als viele der Sahaba starben, verließ er die Stadt und ging nach Jerusalem, wo Allah subhanahu wa ta'ala den Muslim den Sieg gab. Die Gefährten sahen Bilal radiallahu anhu, der seit mehreren Jahren kein Adhan mehr gemacht hat. Sie baten ihn darum, ein letztes Mal noch Adhan zu machen. Ja Bilal, mache noch einmal den Adhan für uns. Und er sagte, ich kann es nicht, es tut weh. Und sie baten Umar radiallahu anhu darum, der zu der Zeit der Führer der Muslime war, es von ihm zu verlangen,
Umar radiallahu anh bat ihn darum, den Adhan zu machen. Bilal radiallahu anh stand auf. Und machte zum ersten Mal nach dem Tod des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam den Adhan. All die Erinnerungen an die schönen Zeiten mit dem Propheten alaihi salatu wasallam kamen wieder hoch. Und die Gefährten fingen alle an zu weinen. Und der große, breite, starke Umar ibn al-Khattab radiallahu anh, weinte wie ein kleines Kind. Bilal radiallahu anh kämpfte sich durch den Adhan. Es fiel ihm sehr schwer. Und als er die Stelle erreichte, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, brach er ab und weinte. Er konnte den Adhan einfach nicht weiter fortsetzen. Und Jahre später, als Bilal radiallahu anh im Sterbebett lag, kam seine Frau zu ihm und sie fragte ihn, warum trauerst du? Er radiallahu anh sagte, nein, ich freue mich auf morgen. Ich werde mit denjenigen sein, den ich liebe. Ich werde mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein. Wie viele von uns lieben den Gesandten alaihi salatu wasallam so, wie es sich gebührt, ihn zu lieben? Wenn es jemand wert ist, um ihn zu weinen, dann ist es der Gesandte Allahs, Muhammad sallallahu alaihi wasallam.